Am Ende der Frühjahrsvollversammlung der katholischen Bischöfe in Freiburg stand eine nochmalige Entschuldigung bei den Opfern von sexuellem Missbrauch durch katholische Geistliche. Man sei zur lückenlosen Aufklärung dieses schweren Unrechts entschlossen, hieß es. Die Schaffung des Amtes eines Missbrauchsbeauftragten wurde beschlossen, das der Trierer Bischof Stefan Ackermann übernehmen soll. Wir wollen eine ehrliche Aufklärung, frei von falscher Rücksichtnahme, auch wenn uns Vorfälle gemeldet werden, die schon lange zurückliegen. Die Opfer haben ein Recht darauf. Und bei uns im ZDF Morgenmagazin Café begrüße ich nun Norbert Deneff. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Sie haben 1993 offenbart, dass Sie als Zehnjähriger 6 Jahre lang missbraucht wurden von einem Pfarrer, der gleichzeitig auch ein Freund der Familie war. Sie haben 35 Jahre gebraucht, bis Sie sich getraut haben, darüber zu sprechen. Was hat Sie dazu veranlasst? Was hat plötzlich Klick gemacht bei Ihnen? Da kommt der Punkt, dass nichts mehr geht. Das war bei mir mit 40 Jahren, Depressionen, völliger Zusammenbruch. Und da habe ich angefangen nachzudenken, beziehungsweise das erste Psychobuch zu lesen. Und seit dieser Zeit habe ich mich dann schlau gemacht und da habe ich immer mehr gemerkt. Und dann habe ich nochmal 3 Jahre ein Studium gemacht, um diese Sprache zu erlernen. Das geht nicht, die ist blockiert, darüber zu sprechen. Dann habe ich 1 Jahr lang geübt vor dem Spiegel. Ich wurde sexuell missbraucht, um diesen Satz aussprechen zu können. Und daran kann man erkennen, wie lange dieser Prozess dauert, um überhaupt sprechen zu können. Und die meisten Opfer sprechen ihr ganzes Leben lang nicht, sondern es gibt viele Opfer, die nehmen sich das Leben, weil das nicht mehr geht, vor Schmerzen. Für Sie war das, also wenn ich das richtig verstehe, auch ein Befreiungsschlag. Wie war das für Ihre Familie? Sie sind ja in einem sehr katholischen Umfeld groß geworden. Wie hat Ihre Familie darauf reagiert, als Sie das offenbart haben? Ich habe das vorbereitet, also 1 Jahr lang, für ein Familienfest, einen Vortrag vorbereitet. Und habe das dann im Beisein der beiden Täter, ich wurde von beiden Tätern nochmal von 16 bis 18 auch nochmal missbraucht, auch von einem Kirchenangestellten. Und habe das dann in dem Familienkreis gesagt, ich wurde sexuell missbraucht, den wichtigsten Satz meines Lebens. Und seit dieser Zeit werde ich ausgegrenzt von dieser Familie. Beziehungsweise nicht von meiner Herkunftsfamilie, meine Frau und meine beiden Kinder halten zu mir. Man fragt sich in diesen Tagen, wie konnte sowas eigentlich passieren? Ist das so? Lag das vielleicht an der damaligen Zeit, dass man vielleicht nicht hingucken wollte, dass das Bewusstsein nicht so richtig geschärft war? Nein, in der damaligen Zeit, daran hat sich nichts geändert. Das Bewusstsein ist nach wie vor noch, man denkt jetzt lauter darüber nach, aber das Verdrängen und das Verschweigen ist nach wie vor noch. Und wenn ich jetzt zu diesem Ergebnis der Bischofskonferenz vielleicht etwas sagen Absolut, möchte, ja. Für mich ist das eine Verhöhnung der Opfer, wie das dargestellt wird. Und ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie eine unabhängige Kommission einsetzt, um die Verbrechen der Kirche aufzuklären, ähnlich wie jetzt das in Irland passiert ist. Und dass man meint, aus eigenen Reihen das aufzuklären, das halte ich für völlig Unsinn. Wenn die Mafia ihre Verbrechen in ihren eigenen Reihen aufklären würde, würde jede für verrückt halten. Lassen Sie uns über die Entschuldigung ganz kurz sprechen, die der Vorsitzende der Bischofskonferenz Zollitsch noch mal geäußert hat. Er hat sich bei den Opfern entschuldigt. Kommt das bei Ihnen an? Nein, das ist nicht ganz richtig. Er hat sich ja nicht dafür entschuldigt, dass die Bischöfe dafür verantwortlich sind und für die Verbrechen. Die haben die verschwiegen. Die haben die Täter immer wieder versetzt. In meinem Fall 7 Mal in 7 verschiedene Gemeinden. Die haben zugeschaut, wie die Kinder missbraucht worden sind. Und da hat er sich nicht entschuldigt, sondern hat er sich völlig distanziert davon. Und das gehört aufgeklärt. In meinem Fall zum Beispiel hat der Bischof von Magdeburg, der Bischof Dr. Feig, hat mich 2 Jahre lang gezwungen zum Schweigen. Und das ist ein Verbrechen. Ich fordere den Rücktritt von Bischof Feige. Wie kann man sie zwingen? Indem man mich, nachdem ich dann 2003 den zweiten Täter auch noch angezeigt habe bei der Kirche, habe nämlich dann ganz schnell versucht, mit 25.000 Euro zum Schweigen zu bringen. Und da habe ich dann 2 Jahre lang gekämpft darum, um die Schweigeklausel. In der Zeit habe ich auch den Papst angeschrieben. Der hat mir dann nach einem halben Jahr zurückgeschrieben und er hat für mich gebetet, dass ich wieder vergeben kann. Und das Gleiche ist jetzt auch aufgetaucht in diesem Schreiben von der Deutschen Bischofskonferenz, dass sie die Opfer darum bitten, um Vergebung. Das ist eine Verhöhnung der Opfer. Sie fordern, was Sie gerade schon gesagt haben, eine externe Aufklärungsstelle, Richtig. Also dass die Kirche das nach außen trägt. Was ist denn mit einem Entschädigungsfonds? Geld kann das natürlich alles nicht Nein, und ich wettmachen, fordere aber auch, ist es trotzdem, wäre es eine Hilfe? Ja.
Ich fordere auch, möchte auch nochmal darauf zurückkommen, ich fordere auch die Aufhebung der Verjährungsfrist für sexuellen Missbrauch im Zivilrecht, damit die Opfer eine Anerkennung finden. Jetzt komme ich auf Ihren Punkt. Anerkennung, einen Opferfonds, das klingt ganz gut. Wir müssen Fakten schaffen, wir müssen die Verjährungsfrist abschaffen und dann können wir auch die Verbrechen aufklären. Und wenn wir das nicht tun, verschweigen wir das und dann haben wir als Gesellschaft ein Riesenproblem. Wir fördern immer mehr Gewalt und immer mehr Schäden. Wir müssen die Schäden anerkennen, wir müssen uns die anschauen, anerkennen und dann müssen wir die Ärmel hochkrempeln und sagen, okay, jetzt packen wir es an, damit die Opfer nicht mehr so in die Ecke gedrückt werden, sondern anerkannt werden, damit ich mich nicht mehr schämen muss, das sagen zu müssen. Sie sprechen sehr offen, sehr erfrischend über das, was passiert ist. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch viele Opfer zu Hause gibt, denen es nicht so geht. Wie ist da Ihre Erfahrung, wie ist da Ihre Reaktion? Sie haben auch ein Buch geschrieben. Ja. Bekommen Sie Zuschriften, die sagen, Sie haben mir Mut gegeben? Also wie ist der Umgang oder kennen sich die Opfer untereinander? Man kann sich das ja alles nicht so richtig vorstellen. Ich habe eine Homepage eingerichtet und arbeite seit Jahren, seit 20 Jahren mit diesem Thema und ich habe tausende von Kontakten, ich habe tausende von Informationen und da ist das, was jetzt abläuft in Berlin, ist das nur die Spitze des Eisbergs, die können nicht sprechen, ich habe auch Kontakte zu Opfern, die können das nicht aussprechen, so wie ich das auch nicht aussprechen konnte, ich habe das jahrelang gelernt und das ist das, wo man meint jetzt, die Opfer sollen ja selber anzeigen oder was, das ist dieser Teufelskreis, der sich damit bildet. Wir als Gesellschaft drängen die Opfer wieder in die Ecke. In die Opferecke. Das erlebe ich täglich, ständig. Letzte Frage. Glauben Sie eigentlich noch? Haben Sie noch Vertrauen in die katholische Kirche? Vertrauen habe ich da überhaupt nicht. Darum habe ich auch kein Vertrauen für die Aufarbeitung, weil ich einfach die Erfahrung habe. Ich gucke zurück. Wie kann ich Vertrauen haben, wenn ich zurückgucke und sage, da ist überhaupt kein Vertrauen da? Wenn man mich zum Schweigen zwingt und das nicht aufarbeitet, das nicht anspricht und die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft zieht, kann ich kein Vertrauen haben. Dann hoffen wir, dass die Zukunft etwas anderes bringen wird als die Vergangenheit. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute früh bei uns waren, Norbert Denef.